Was uns aber wirklich gestört hat, ist einfach diese Arroganz und diese Überheblichkeit, mit der dieser Oberfalter den Sorgen und Ängsten der bäuerlichen Bevölkerung gegenübertritt. Das tut man nicht. Mir ist schon klar, dass der Herr Klenk sein Leben noch nie Existenzangst gehabt hat. Der Moment war eigentlich der berührende und emotionale, weil er nämlich recht hatte. Ich habe noch nie Existenzängste gehabt. Lieber Florian Klenk, ich fordere Sie heraus. Steigen Sie oben vor Ihren Hohen Haus in der Bobo-Bubble in Wien und kommen Sie zu mir auf den höchstgelegenen Bauernhof der Steiermark und arbeiten Sie mit uns mit. Ich habe keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann kommt so ein Herr Hochwohlgeboren von Gottes Gnaden. Ich bin standesgemäß mit Rollenkoffer und weißen Schuhen, so wie das gerne weißen Schuhe. Ja, die habe ich nur wegen dir. Wo die Schulden so angewachsen sind, wie hast du das erlebt? Na, fang an zum Schweigen. Und der Christian, man kennt es nur, wenn seine Gesundheit so stark auf und leiden drunter, dass du Bedenken kriegst. Die Bank gewinnt immer und die Bank ist in dem Fall auch nicht die Institution, die eine Verbesserung der Lage anstrebt, weil sie lebt ja davon, dass die Bauern in diese riesigen Ställe investieren. Ja, es ist eine Schweinerei, dieser Burg. Was blieb dir so in der Zeit, am Ende des Monats? Nix. Ich bin komplett am Arsch. Ich muss es jetzt einfach so prägnant sagen, da im Fernsehen auch, dass es genau so ist. Mir ist auf einmal bewusst geworden, dass wir Städter über die soziale Lage der Leute am Land keine Ahnung haben. Was kriegt der Bauer für eine Stelze? Derzeit Schwein-Kilopreis 1,30 Euro oder so. 1,30 Euro? Das ist jetzt Hundsfutter da, oder? Angst macht dich fertig. Das ist dann irgendwann so schlimm, dass du denkst, Alter, ich schieß mich, ich halt's nicht mehr aus. Ich vergleiche das immer so mit dem Film Matrix. In der Matrix sind die Bauern, die halt am Stecker hängen, der über Subventionen mit Energie versorgt wird. Solange sie sich nicht bewegen, die könnten um einen Hals nicht spielen. Was essen wir da jetzt? Das kann man aus Datenschutzgründen leider nicht sagen. Die Schweine hat nicht alle Cookies akzeptiert. So, die Jagd scheiße ich mir ein bisschen an. Sind die gefährlich eigentlich? Das ist geil. Die Kuh hat nicht die Touristin attackiert, sondern den Hund. Die Kuh, die macht keinen Sesselkreis, da darf man nicht Gesprächsbeil zuwerfen, sondern da stabst zuerst. Willkommen im Falter. Hast du jemals darüber nachgedacht, kein Fleisch mehr zu essen? Nein. Ganz ist jeder Tag eine Überraschung. Ja, genau. Wie macht man Zirbengelee? Das können wir da sagen, aber dann lassen wir die leider. Schau her mal. Du.